Ich danke dir auf jeden Fall. Der Erste, der mal palabert hat von euch. Und ich muss sagen, du bist mir sogar ziemlich sympathisch. Ich würde mir wirklich wünschen, dich irgendwie zu befreien. Psst, Ono Palava. Ah, Ono Palava. Ono Palava. Psst, Ono Palava. Hüte dich. Was? Vor dem Zorn der Ahnen. Du warst doch gerade noch... Wann bist du? Wir waren doch schon von Anfang an drei. Wo kommst du her? Ono Palava. Ono Palava. Ono Palava. Ono Palava. Assad. Hör mal. Ich sag's dir einmal im Guten. Sprech die Sklaven nicht an, du hältst dir nur von der Arbeit ab. Wenn ich noch einmal sehe, wie du mit einem der Sklaven quatscht, versohle ich dir den Arsch, klar? Du mir, ich dir, und das habe ich sowieso vor. Ich rede mit wem ich will. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du anders darüber denken. Worauf wartest du? Wir haben mal kurz gespeichert und jetzt... Für Assad! Oh. Na? Zeig mir! Ach, diese Konterparaden. Aber er macht nicht so viel Schaden wie Dings, Rockfor. Ach. Mach schon! Ist aber nicht gerade einfach, muss ich sagen. Aber insgesamt werden wir den Hintern schon versohlen, Riley. Verlass dich drauf. Vielleicht muss ich gerade dann angreifen und meine Deckung vernachlässigen. Worauf wartest du? Pascal, es wird nicht schaden. Jetzt haben wir ungefähr gleiches Leben. Ach. Worauf wartest du? Ach, diese Konterparaden. Ich wünschte, ich könnte sie auch. Dann würdest du nicht mehr so große Töne spucken hier. Wir machen mal kurz was. Ein bisschen Proviant nehmen. Mach schon! Und ein bisschen heilen zwischendurch. Bleib stehen, du Feigling. Ich bin kein Feigling. So. Ach. Aber wir gewinnen das hier. Oder? Komm her, du Schuft. Onga. Und noch mehr, du Schuft. Nur noch zwei Schläge. Ja, da kannst du so viel vorher zücken, wie du willst. Oh. Wie schmeckt dir das, ha? Mist. Aufhelfen? Ich dachte, ausnehmen. Was? Hey, nettes Kopftuch. Du bist doch total durchgeknallt, Mann. Dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir das Ding mal ausleihe. Arschloch. Nein, durchgeknallt ist der, der gerade so einen Tanz aufgeführt hat. Ich bin nur ein Arschloch, hast du recht. Ah, weiter, mit dir wollte ich reden. Du bist auch gerade nicht. Dann bist du halt gerade keine Wache. Entschuldigung, wie konnte ich das jemals vermuten? Hier haben wir noch eine Kiste. Bestimmt Proviant? Nein, Gold. 5 Gold. Ja, dürftig. Habt ihr euch bestimmt Eisern zusammengespart hier. Was haben wir denn da? Wartet mal. Wir haben hier noch Pulvermohn und da hinten noch einen Pulvermohn hinter der Hütte. Soweit eine Kiste. Nein, da steht noch jemand. Okay, ich speichere dann mal ab. Und wartet, ich nehme das Kopftuch mit Klingenfest 5 und Einschüchtern 5. Ist doch gut. Und jetzt speichere ich gerade mal ab. Also hat das wirklich eine Aussagekraft von dem, ich schüchter euch ein, wenn ich das aufhab? Affen. Ich hasse Affen. Sie überleben bei mir keine Sekunde. Und geben noch dazu Ruhm. Wirklich, Affen können mir gestohlen bleiben. Und das waren einfach verdiente 60 Ruhm. Mehr haben wir da nicht, gut. So, in Ordnung. Dann können wir ja, wie es aussieht... Nein, nein, da war noch einer vor der Hütte. Dem wollte ich zuerst reden. Hier, du da. Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Mhm. Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen?
Na, wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Ihr verdient es. Sonst lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeuge und so. Okay. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Kein Problem. Offiziersring mit Stichwaffen 5, Pistole 5, kostet aber 250. Eine Fackel, Knochensäge, um Gliedmaßen oder Klauen abzutrennen, also zum Looten von Viechern und Sand. Unverkäuflich. Warum hast du ihn dann im Angebot? Den kriege ich dann offensichtlich umsonst. Danke dir. So, jetzt gehen wir mal hier rein und gucken mal. Ein Apfel, den hast du gar nicht erwähnt. Und eine Fackel. Da fackel ich nicht lang und nehm's mir. Mach das nicht nochmal. Und wie vermutet, durfte ich hier auch nicht rein. Gut. Ich sehe nebenbei schon wieder wie ein richtiger Pirat aus hier. Vom Leutnant zum Piraten. Siehst du das da hinten? Ja. Das ist ein kapitales Warzenschwein. Oh ja. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Oh ja. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Oh nein. Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst. Renn! Du darfst nicht zögern. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Man kann ihnen natürlich auch einfach ein Erdmännchen auf den Kopf setzen und dann mal gucken, was passiert. Dann werden sie sich von allein ergeben, weil sie zu viel Angst haben und anfangen zu heulen. Nicht vor dem Erdmännchen, sondern von dir, denn Erdmännchen machen sie weich. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Ich hab schon genug Fleisch für heute. Aber wenn du willst, helfe ich dir. Wir können von vornherein gemeinsam loslegen. Oder du probierst es zuerst alleine und ich helfe mit, wenn du nicht klarkommst. Ich probier's allein. Ich will es zuerst alleine probieren. Okay, ich bleib hier. Wenn du nicht klarkommst, läufst du einfach in meine Richtung. Zoe, hast du noch was zu... Was ist los? Worauf wartest du? Ein fetter Braten. Dann holen wir ihn mal eben jenen fetten Braten. Da werde ich nicht mehr lange warten. So, kapitales Warzenschwein. Das ist ein Kapitalverbrechen hier. Und überhaupt ein ziemlich einfacher bisher. Boah, Patty, Alter. Ich erschrecke mich jedes Mal. Rohes Fleisch erhalten. Super. Haben wir sonst noch was? Wir haben hier eine Schädelblüte. Okay. Das war das Haus von eben. Genau, was ich gelootet habe mit dem Apfel und der Fackel. So. Des Weiteren haben wir hier noch mehr Warzenschweine. Wir speichern ab. Zwei Stück. Aber wir dürften einen nach dem anderen machen können, weil sie sind weit genug auseinander eigentlich. Halt nicht so viel aus wie der kapitale Brocken. Patty, hol deine Wucht. Maus jetzt vor allen Dingen. Mehr denn je. Kommt es doch einfach an. Jetzt rennt es weg. Patty hat es nicht erwischt mit der Pistole. Dreh dich bloß nicht zu mir um. Gut, passt doch. Hab ich mich erschrocken. Als das zweite dann doch kam. Da haben wir eine Lady Gaga-Nuss. So, show me your Pokerface. Da haben wir noch eine Geisterlilie und eine Maki-Beere. Am Ende kenne ich die Kräuter schon auswendig. Und da hinten hatten wir auch noch was. Ich glaube, es war noch eine Maki-Beere. Ja, sag ich doch. Da hinten ist ein Jaguar. Wollen wir mal gucken, ob wir den Jaguar fahren können. Wow! Leertaste! Komm schon! Uiuiui. Lass sie in Ruhe. Das war meine Opportunity zum Angreifen.
Ich nehme ein bisschen Proviant. Aber insgesamt schaffen wir ihn. Nicht! Okay, er hat zweimal richtig angegriffen, aber ich muss... Ich kann das vielleicht schaffen, wenn ich Patty als eine Art Köder verwende. Eine Köderfigur. an der Frontscheibe des Jaguars. Wieso bringt man eine Köderfigur an der Frontscheibe an? Was rede ich denn da? Das geht doch gar nicht. Das ist doch von Sinn. Und wenn ich mich voll heile und das probiere? War auf jeden Fall eine geile Melodie. So, dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Da hinten ist ein Riesenaffe. Oh, töten. Sofort Makibeere. Schwarzer Oleander. Das ist noch ein Warzenschwein. Krallenaffe. Offenbar einer, der angreift. Der Melodie nach zu urteilen. Und niemals stehen bleibt. Hä? Und man kann ihn nicht looten. Ist ja super. Noch ein Grund, warum Affen nutzlos sind. Naja, ein bisschen Ruhm bringt er mir ja. Ich werde berühmter, wenn ich kleine Affen töte. Makibeere. Na, lassen wir erstmal. Wir gucken, ob wir dem Jaguar gleich eine reinwischen können. Hat ja gerade eben schon ganz gut geklappt. Halbes Leben, obwohl ich nicht mal so viel Leben hatte. Da ist auch noch eine Makibeere. Nehmen wir auch mit. Kräuter sammeln, während Heiltränke wirken. Blutwurzel. So. Und ansonsten werde ich halt noch ein bisschen stärker werden müssen. Eine Flinte würde helfen, hat er gesagt. Ja, Patty hat ihre, glaube ich, rausgeholt. Aber hat nicht so viel gebracht. Dann gucken wir mal. So, Jaguar. Ah. Und Leertaste. Bisschen was hier. Gut gemacht, Patty. Den haben wir. Aber ich habe keinen Ruhm bekommen. Doch, 100 Ruhm. Ich kann ihn aber nicht ausnehmen. Das ist ja ausnehmend fies. Haha. So, den Jaguar haben wir also zur Strecke gebracht. Ich muss gleich noch die Quest mit dem Kapital abgeben. Okay, hier haben wir den Krallenaffe. Noch ein Krallenaffe. Noch ein Krallenaffe. Patty hat ihren getötet und hilft mir jetzt bei meinen. Gut, Patty ist sehr nützlich in diesem Spiel. Hat offensichtlich in den ganzen, in der ganzen Zeit, die zwischen Risen 1 und 2 liegt, ordentlich rangeklotzt, trainiert und so. Und sich eine Pistole besorgt. So, die gab es nämlich im ersten Teil nicht. Was haben wir denn hier? Ein altes Schwert, eine Makibeere, Pokal und eine Blutwurzel. Also endlich mal ein anderes Schwert. Gucken wir mal. Altes Schwert, Klingenschaden 15 bis 30 und wir haben 20 bis 40. Stichwaffen 5 und unseres hat Stichwaffen 10. Ist also unseres auf jeden Fall besser. Ich hatte schon gehofft. Aber das ist überhaupt mal eine Sache, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Neue Waffen. Oh, die Büsche. Oh, oh. Die Vegetation der Büsche ist ja mal ausnahmslos. Skurril. So, wir haben den Jaguar getötet. So, wenn ich jetzt als nächstes vor die Haustür gehe, steht da gefälligst ein Jaguar, mit dem ich losfahren kann. Gucken wir noch die Wildschweine. Zwei Stück. Und weg. Zieh sie auf dich, Patty. Bitte. Danke. Gut. Das haben wir gepackt. Warzenschwein. Na, geht noch nicht ohne Silberzunge. Mache ich das nicht. Das war auch nur ein Versehen. Eine Geisterlilie haben wir hier noch. Und des Weiteren hier eine Makibeere. Makibeere. Noch eine Makibeere. So, da wir das haben. Hier, kann ich den überhaupt hoch? Wäre ja mal ein Versuch wert. Hier meine ich. Es geht sogar. Nur bringen tut's mir nichts.
Also ein bisschen rumklettern finde ich immer ein bisschen schön. Ein bisschen. So, dann sprechen wir nochmal mit Tompkins. Sein kapitaler Brocken ist aus dem Weg geräumt. Also jetzt können wir rocken, eine Schädelblüte, super. F5. Und hi. Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Posten. Das geht also auch wieder? Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Trieb. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Ja. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Hab ich aber. Ich hab den Jaguar erledigt. Den in den Bergen? Das war ein gefährliches Biest. Ich bin beeindruckt. Wir waren ja zu zweit. Wo bekomme ich ein Gewehr? Tja, ich habe noch ein paar alte Waffen übrig. Die sind besser als nichts. Die richtig guten Waffen gibt die Inquisition nur ihren Protektoren. Und um mit so einer Muskete gut umgehen zu können, brauchst du einen Büchsenmacher, der dir das beibringt. Okay, wo finde ich so einen? Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Okay, zeig mir deine Waffen. Zeig mir deine Waffen. Okay, eine Flinte. Schaden 50, 750 Gold. So viel haben wir insgesamt nicht. Wir haben 240. Ach, Bombe. Ist hier eine Bombe. Bombenstimmung. Dolch. Enterpistole. 50. Kostet 400, Alter. Und dann haben wir noch Kugeln und Schrot. Insgesamt nichts von Interesse für mich dabei. Wir hatten dann noch diesen einen Turm da. Und man kann an Orte reisen. Dachte ich mir doch, dass sie deswegen markiert sind. Dann kann ich hier nämlich gleich mal ratzen. Ratzefatz mache ich das. Vielleicht sollte ich Lago dann auch gleich im Turm hier Bescheid sagen, von wegen, ich habe deine Stiefel und muss ihm abgeben. Ich glaube, das machen wir, wenn wir die Perle auch noch haben. Und also ich Taschendiebstahl lernen kann. Ich will die Stiefel noch behalten. Weil sie so schön kostenlos waren. Nicht etwa, weil sie gut wären. So. Gut, ich muss mir gerade mal das Ohr kratzen, was unter dem Headset ist. In Ordnung. Haben wir das soweit? Und wir können weitergehen. Diesmal. Da gab es ja noch so ein. Oder gab es da? Habe ich da nicht noch irgendwo ein Gebäude gesehen? Nein, offensichtlich nicht. Da drückt mich was. Puerto Sacarico. So, Kater. Kater. Ich habe so einen Kater. Oh, von letzter Nacht. Oh. Den Witz habe ich schon mal gebracht, ich weiß. Da oben haben wir noch eine Lichtung und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Obwohl ich auch unter dem Jaguar in die Höhle könnte, aber ich glaube, da würde ich bei verrecken. Da ist noch ein Gebäude. Hoi. Also die Pflanzen. Ist aus Performance-Spargründen bestimmt. Damit ich das Spiel auch auf meinem Rechner spielen kann. Hier, Schädelblüte. Nehmen wir mit. Das Spiel läuft ja flüssig. Ich habe zwar durchgehend höchstens 20 Frames. Ah, Vascos Turm gefunden. Das Vasco. Ich nehme mal deinen Apfel. Und, hier haben wir nix. Piranabats ist bekannt dafür, Sachen hinter Häusern zu verstecken, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Deswegen gucke ich mal lieber. Dummheit. Bist ja sehr aufmerksam. So, jetzt können wir hier den Rundfisch nehmen. Wein? Na, da weine ich auf keinen Fall drum. Wein ist Proviant. Dann kann es auf keinen Fall zum Brennen gebraucht werden. Hier haben wir noch ein Bett für den Notfall, dass wir hier stark verletzt werden sollten.